Guten Abend. Sie übernehmen einen Containerzug aus Nachtiburg Richtung Süden. Rüsten Sie Ihr Fahrzeug auf, Bremsstellung P und Zugart M. Rücken Sie vor zum Wendepunkt. Für diese Fahrt gilt eine Höchstgeschwindigkeit von 100 Stundenkilometer. Und somit herzlich willkommen im Führerstand der Baureihe 152 und hier im Umschlagbahnhof von Nachtiburg auf der Strecke Nachtiburg-Randstadt Projekt Roter Knopf. Wir werden mit der Baureihe 152 jetzt dann gleich eine Güterleistung übernehmen. Und die Baureihe 152 finden wir heute in dieser wunderschönen Captrain-Lackierung vor. Ja, und Captrain ist ein führendes Schienenlogistikunternehmen in Deutschland und Europa. Wir sehen schon einen schönen Sonnenuntergang sich ankündigen, aber bevor wir diesen genießen können und auf die Strecke dürfen, begeben wir uns jetzt erstmal in unseren Führerstand und begeben uns des Weiteren gleich mal an unsere Rückwand unserer Lokomotive und stellen dort die Bremse auf die Bremsart P ein. Als nächsten Schritt können wir unsere Lokomotive aufrüsten. Wir schalten als allererstes mal die Batterie ein, wählen den Stromabnehmer vor. Wir möchten heute den Stromabnehmer 2. Dieser wird auch gleich gehoben. Und hier fährt der Kollege mit einer Locomotion-Lokomotive aus und 80 Fuß Containerwagen mit verschiedenen Containergrößen beladen. So, der Stromabnehmer liegt an. Das Ganze sehen wir auch. Die 15 kV Fahrdrahtspannung liegt an. Wir können aber auch noch mal ganz kurz aus dem Fenster blicken und kontrollieren, ob der Stromabnehmer anliegt. Das tut er. Wunderbar. Und dann können wir auch gleich den Hauptschalter hinterher schmeißen. Wir schalten unser MFD hinzu, unseren Ebola schalten wir ebenso hinzu. Wir schalten die PZB90 ein. Diese wird in die mittlere Zugart verlegt. Die Instrumentenbeleuchtung wird hinzugeschalten. Die SIFA und die Linienzugbeeinflussung ebenso. Und auch die AFB. Diese wird gleich auf 25 Stundenkilometer passend eingestellt. Wir stellen die Bremse mal auf 4,7 bar ein. Der Richtungswender wird komplett in die Vorwärtsposition verlegt. Zugbeeinflussung. Jawohl. Und wir schalten auch die Fahrmotorlüfter hinzu. Das Ganze können wir auch gleich von außen wunderbar hören, wie die Lüfter hochfahren. So, jetzt sind sie eingeschaltet. Ich glaube, die hatte ich aus Versehen auf die Ausposition verlegt. Genau, jetzt hört man auch schön, wie die Lüfter hochfahren. So, alle Bremsen sind gelöst. Und wir müssen noch den Federspeicher lösen, beziehungsweise die Federspeicherbremse. So, und jetzt hören wir auch schön, wie die Fahrmotorlüfter laufen. Ja, dann schalten wir die Leistung auf und begeben uns mit 25 Stundenkilometern erstmal zu unserem Wendepunkt, wo wir dann kurz Kopf machen werden und dann unsere Wagen abholen werden. SH1, Rangierfahrt frei. Beziehungsweise eben Schutzhalt ist die Abkürzung dafür. Beziehungsweise die Abkürzung SH ist die Abkürzung für Schutzhalt. So muss es natürlich richtig heißen. Ja, viele LKWs warten hier auch auf ihre Verladung beziehungsweise auf die Abladung der jeweiligen Container. Hier am Umschlagbahnhof von Nachtiburg.
Ja, heute, wie gesagt, mit der Baureihe 142 von Virtual Railroads unterwegs. Und wir dürfen einen wunderschönen Abendhimmel genießen. So, die SIFA möchte auch nochmal quittiert werden. Und wir werden jetzt hier ab dem Hauptsignal, das uns KS1 anzeigt, nicht auf die 40 Stundenkilometer hochbeschleunigen, denn wir müssen eh gleich anhalten und dann den Führerstand wechseln. Kurz vor unserem Wendepunkt haben wir auch nochmal eine Besonderheit, denn hier steht ein Rangierhaltschild, aber wir müssen leider darüber hinausfahren, denn der Wendepunkt liegt etwas weiter als der Rangierhaltepunkt oder als die Rangierhaltetafel. Kleine Stückchen fahren wir noch vor. Dann können wir mit der E-Bremse hier wunderbar unsere Lok auf Null runterbremsen. Dann schalten wir die Instrumentenbeleuchtung aus und wechseln unseren Führerstand. Hier schalten wir die Instrumentenbeleuchtung natürlich wieder zu, beziehungsweise hinzu, und können dann die Bremse lösen. Und dann geht's an unseren Containerzug. Türfreigabe. Und kurz vor den Wagen Türfreigabe. bleiben wir stehen. Türfreigabe. Ja, und die Kollegen warten hier schon auf uns. Wir lösen die E-Bremse und dann können wir langsam, also maximal mit 1 oder 2 Stundenkilometern, an unseren Zug heranfahren und ankuppeln. Wir haben hier zum Glück einen Rangiermeister oder Wagenmeister hier mit am Standort. Das heißt, wir brauchen das Ganze nicht selber durchführen. So, wir ziehen die E-Bremse schon mal an und dann kuppelt uns hier der Kollege den Zug an. Wir können dann gleich wieder einen Führerstand wechseln. Jawohl, das heißt, wir lösen einmal die Bremse und dann ziehen wir komplett die Bremse an. Auch wichtig, vor der Abfahrt hier eine Bremsprobe durchzuführen, um zu kontrollieren, dass auch alle Bremsen an den jeweiligen Wagen dementsprechend anliegen. Und wenn das dann der Fall ist, bekommen wir Rückmeldung und können dann die Weiterfahrt antreten. So, die Ausfahrt ist schon mal erteilt. Das ist sehr gut. Und dann ist die Bremse auch schon gelöst. Wir sind jetzt auch hier links, rechts, pardon, im Rundinstrument.
Die Bremse stellt sich wieder auf 5 Bar. Wieder ein. Auf 5 Bar Hauptdruck. Und somit funktionieren unsere Bremsen. Ist natürlich jetzt etwas vereinfacht, aber das Ganze geht völlig in Ordnung. So. Alles soweit in Ordnung. Sie können jetzt Ausfahrt anfordern. Hier sind die Papiere. Gute Fahrt. Vielen Dank. Können wir unser Fensterchen auch wieder schließen. Und dann dürfen wir abfahren. Ausfahrt haben wir schon angefordert. Wir kontrollieren nochmal, dass alle Bremsen gelöst sind. Und wir führen jetzt aber vorsichtshalber nochmal eine Rollprobe durch. Können die AFB schon mal 40 km/h einstellen. So, dann öffnen wir unser Fenster nochmal. Und strecken unseren Zug auch erstmal. Und dann nehmen wir einmal die Leistung raus und lassen den Zug einfach nur rollen und schauen, ob wir abrupt abgebremst werden. Das sieht gut aus. Rollprobe war erfolgreich. Dann können wir unser Fensterchen schließen und unsere Fahrt antreten. Wir haben heute einen richtig langen Containerzug am Haken. Mit 20 Fuß und 40 Fuß Containern und auch 60 Fuß Containern. Boah, ein schöner, langer Güterzug, den wir heute hier fahren dürfen. Ja, vor uns auf der Hauptstrecke sehen wir schon einen ICE an uns vorbeifahren. Und wir dürfen uns nämlich auch gleich auf die Hauptstrecke einordnen. Und da kommt uns schon ein Intercity entgegen mit dem Steuerwagen führend. Ja, also einiges an Fernverkehr noch auf der Strecke unterwegs. Mit der Baureihe 101. So, und wir dürfen auf 80 schon mal hochbeschleunigen. Wir sind aus der Überwachung der PZB auch schon entlassen worden. Somit haben wir im Moment keine aktive Überwachung. So, und das ist jetzt natürlich für die Lokomotive, ja, ein bisschen ein Kraftakt. Aber es geht, denn der schwierigste Punkt war der Punkt, wo der Zug gestreckt worden ist, beziehungsweise ja, so die ersten 10 bis 20 Stundenkilometer, dort lastet dann wirklich die ganze Last auf der Lokomotive und natürlich auf den Puffern und auf den ganzen Kupplungen.
Ja, und ein wunderschöner Blick in den Abendhimmel dürfen wir hier genießen. Richtungsanzeiger W. Und wir sind heute auch mit einem Sound-Update unterwegs von Linus F. für die Baureihe 152. So, und wir stellen die AFB auf 100 Stundenkilometer ein, auf unsere zulässige Höchstgeschwindigkeit heute. So, weißes Kennlicht, alles klar. Vorsignal ist im Moment nicht in Betrieb, denn hier kommt unser reguläres Vorsignal. Das vorgehende Vorsignal, was wir gesehen hatten, war betrieblich abgeschalten. Ja, und anscheinend viel Wind hier in der Region gibt es nicht, denn die Windkrafträder bzw. die Windkraftanlagen hier stehen auch still. Dann haben wir heute hier ideale Bedingungen zwischen Nachteburg und Randstadt. Und die Zugschlusstafeln sind auch aufgesteckt am letzten Containerwagen. Somit ist alles in bester Ordnung. Sehr schön. So, der erste Kollege kommt uns entgegen. Mit einem gemischten Güterzug. Ja, und der Kollege hat sogar Druckgaskesselwagen mit dem Zug verwandt. So, und wir müssen die Geschwindigkeit dann auf 90 Stundenkilometer reduzieren. Wir bremsen mit der Zug- und der E-Bremse. Und können auch gleich die AFB nachstellen. Leistung wieder etwas aufschalten. Somit wird die Geschwindigkeit gehalten. So, wir müssen jetzt etwas mehr Leistung aufschalten, denn wir haben hier vor, kurz nach Weileben Brunnenstadt eine kleine Steigung. Ja, und wie ihr sehen könnt, ich habe schon die Leistung voll aufgeschalten. Baureihe 193. Ja, und richtig viel Zugverkehr hier auf der Strecke. Der Kollege hat auch Container geladen, beziehungsweise ist auch ein Containergüterzug. Ja, man sieht jetzt und hört auch richtig schön, wie unsere Baureihe 152 den schweren Zug hier die Steigung hinaufzieht.
90 Stundenkilometer Höchstgeschwindigkeit sind, ab hier zu fahren. Und mit Zugschluss dürfen wir dann auf unsere 100 Stundenkilometer wieder beschleunigen. Die Höchstgeschwindigkeit auf der Strecke wären jetzt 130 Stundenkilometer. Zu erkennen das Ganze an der Geschwindigkeitserhöhungstafel mit der Kennziffer 13, der wäre es dann immer mit 10 zu multiplizieren. Genau wie jetzt hier. 16, hier wäre dann die Höchstgeschwindigkeit 160. So, und hoch geht's auf 100 km/h. Wir können hier den Schwung des Gefälles ein bisschen für uns nutzen und somit auch noch ein bisschen schneller dann auf Geschwindigkeit kommen. Ja, was ist denn heute los? Der nächste Güterzug. Den Kollegen mal grüßen. Auch ein gemischter Güterzug. Und vor uns liegt gleich der Haltepunkt Solze. Dort fahren wir natürlich durch. Wir halten als Güterzug an natürlich keinem Personenbahnhof. Es sei denn, es findet natürlich eine Überholung oder ja eben ein betrieblicher Halt statt. Aber ansonsten ist im Güterverkehr uns das ziemlich egal, welcher Haltepunkt auf den jeweiligen Strecken anzutreffen ist. Nun geht es über dieses alte Brückenviadukt. Kann man auch schön erkennen, dass die Brücke schon ja, einige Jahre auf dem Buckel hat. Aber sie hält anscheinend den tonnenschweren Zügen immer noch stand. Auch hier wieder ein wunderschöner Blick in dieses kleine Tal hinein, wo wir auch wieder den Schwung etwas für uns nutzen können. Baureihe 152 ist natürlich schon eine Drehstromlokomotive der neueren Generation. So, und wir bekommen gleich eine Beeinflussung durch VR0. Unser Leuchtmelder 70 ist aktiv. Und dieser Sound von der Baureihe 152 ist einfach nur ein Genuss für die Ohren. Und wir haben schon Sichtkontakt zu unserem HP0-Signal. Und hier rechts am Gleisrand sehen wir auch schon wieder einen Geschwindigkeitsprüfabschnitt. Aber da dürfte uns nichts passieren. Wir sind absolut im Sollbereich mit der Geschwindigkeit. So, hier kommt der 500 Hertz Magnet. Und somit dürfen wir hier mit 35 km/h auf HP0 einbremsen.
Türfreigabe. 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 Das Wort Türfreigabe, das wir gerade hören, kommt daher, da die Baureihe 152 auch ein System eingebaut hat für den Personenverkehr und somit kann die Baureihe 152 auch im Personenverkehr eingesetzt werden. So, hier vorne, der Regionalverkehr kommt uns entgegen. Regionalverkehr der ODEC und wir können die Bremse wieder lösen, denn unser Signal zeigt Fahrt. So, und jetzt ist der ganze Zug wieder in Bewegung. Zugbeeinflussung. Und wir können uns auch gleich aus dem Wechselblinken befreien und dürfen die reguläre Streckengeschwindigkeit oder Höchstgeschwindigkeit für unseren Zug von 100 Stundenkilometer wieder aufnehmen. Ich vermute mal, dass vor uns auch ein Regionalzug sich befindet. Oder vielleicht auch ein Kollege mit einem Güterzug, der uns dann hier natürlich immer wieder ein bisschen ausbremsen wird. Oder uns ausbremst. Und dadurch wir öfter mal ein rotes Signal bekommen. Jetzt geht es für uns über die Kreuzungsweiche und das nächste Signal zeigt uns wieder Fahrt, genau. Und von Bad Spendau das Ausfahrsignal zeigt uns ebenfalls Fahrt. Vorsignal VR1 und das Ausfahrsignal von Bad Spendau ist auch schon zu sehen. Ja, und die Lärmschutzwände wurden hier, wie man links schön sehen kann, wieder mal beschmiert mit Graffiti. R für Randstadt. Und der nächste Regionalzug kommt uns schon entgegen. Und links sehen wir dann die Schnellfahrstrecke. So, wir haben noch ein paar Kilometer bis Randstadt.
Randstadt Güterbahnhof ist unser Ziel. Und da es jetzt, ja, immer etwas dunkler wird, würde ich vorschlagen, wir schalten auch mal unsere kleine Fahrplanleuchte mit hinzu. Und in der Ferne sehen wir schon unser Vorsignal blinken. Heißt also, da droht uns wieder eine Geschwindigkeitsreduzierung auf 100. Okay, das heißt also, da finden wir keinen aktiv geschalteten Magneten vor. Und ein wunderschöner Blick hier in die Ferne. So, und jetzt droht uns aber eine Beeinflussung. Zugbeeinflussung. Denn wir müssen die Geschwindigkeit laut des ZS3V auf 40 Stundenkilometer reduzieren. Und auch hier müssen wir einmal die Wachsamkeitstaste betätigen. Wir können gleich die AFB nacheinstellen, wieder auf 40 Stundenkilometer und die Leistung wieder etwas hinzuschalten. So, es geht für uns nach Knöbern. Über die Abstellgleise. Und ein schöner ICET, hier in Doppeltraktion. Auch schön zu erkennen, die Neigetechnik.
Und wir haben HP 0, denn anscheinend steht eine Zugüberholung an. Denn in der Ferne habe ich schon gesehen, das HP-1-Signal auf dem Regelgleis. SH1. Genau, hier sieht man es jetzt zwischen den Oberleitungsmasten hindurchblinzeln. Das ist ein Vorsignal, okay. Also VR1. Von Weitem konnte man das nicht so erkennen, ob es jetzt ein Hauptsignal oder ein Vorsignal ist. Türfreigabe. Türfreigabe. Ja, und dann warten wir mal auf die Zugüberholung. Denn wir haben als Güterzug natürlich die letzte Priorität auf der Strecke. Heißt also, wir dürfen als allerletztes fahren. Und ein ICE-2 rauscht an uns vorbei. Ein Halbzug. Auch schön zu erkennen, der ICE-2 eben an dem niedrigen Bordrestaurant und an dem Steuerwagen, denn diesen Steuerwagen hat nur der ICE-2. So, die Fahrstraße hat sich wieder aufgelöst. Und ein Regionalzug kreuzt auch noch unsere Fahrstraße. Und ich vermute mal eher, dass das der Grund ist für unser HP0 zeigendes Signal. Der vorausfahrende Regionalzug. Genau, denn jetzt ist auch schon wieder die Fahrstraße für uns eingelaufen. Auch hier schöner die Strahlkraft hier der einzelnen Leuchten hier. Inzwischen müssten das ja, glaube ich, alles LEDs sein, ne? Die hier verbaut worden sind. Ja, dann lösen wir die Bremse und geben wieder etwas Leistung und strecken unseren Zug wieder mal. Auch hier haben wir natürlich wieder eine Beeinflussung und wir betätigen einmal die Wachsamkeitstaste.
Denn wenn ich das hier richtig sehe, die Fernverkehrszüge haben ihren eigenen Gleiskörper. Und von daher ist anscheinend der Regionalzug, wie gesagt, der Grund für unseren Stillstand. Und das nächste Signal zeigt uns schon mal HP1. Und wir lassen jetzt mal die restriktive Überwachung komplett auslaufen. Aber jetzt befreien wir uns dann doch, denn wir dürfen schon auf die 100 km/h wieder hochbeschleunigen. Da merkt man mal die Kraft, ne? Von der Baureihe 152. Ja, eine wirklich auch sehr formschöne Lokomotive. Mit recht guten Fahreigenschaften. Und auf den Fernverkehrsgleisen ist auch schon wieder die nächste Fahrstraße eingelaufen. Aber für uns geht es jetzt hier rechts weg. Und da wir natürlich einem Regionalzug hinterherfahren, schätze ich mal, dass wir nochmal irgendwo wahrscheinlich ein rot zeigendes Signal erwarten dürfen. Aber jetzt müssen wir hier erstmal diese kleine Steigung bewältigen. Und ich kann es nur noch mal wiederholen.
ein wunderschöner, sich zeigender Abendhimmel. Und da liegen mal wieder meine drei Freunde. Ein Geschwindigkeitsprüfabschnitt. Und ein Kollege kommt uns entgegen mit einem Ganzzug bestehend aus Kesselwagen. Und die nächste Zugbeeinflussung für uns. Und wir stellen die AFB gleich auf 60 km/h ein. Ja, wir haben wieder eine ganz leichte Steigung zu bewältigen. Und hier in dem Streckenabschnitt haben wir die meisten Steigungen und Gefälle zu bewältigen, hier auf der Strecke Nachtiburg-Randstadt. Und hier sieht man schön, wie es hier bergauf geht. Und mit Zugschluss geht es dann wieder hoch auf 100 Stundenkilometer. Insofern natürlich uns ein Signal nichts anderes ankündigt. Und wir sind jetzt mit unserer Traktion, mit unserer Zugkraft schon ja, fast am Anschlag bei 80 kN. Beziehungsweise 80 Traktion. Und damit ist die Lok wirklich jetzt richtig am Ackern.
Und das nächste Vorsignal blinkt schon. Und wir grüßen nochmal unseren nächsten Kollegen. Es geht für uns wieder auf 60 Stundenkilometer runter. Natürlich betätigen wir wieder die Wachsamkeitstaste. Ja, und so kann es eben im Güterdienst auch mal laufen, dass du nie richtig zum Fahren kommst. Durch Zugüberholungen oder eben durch Geschwindigkeitsreduzierungen und die damit verbundenen PZB-Beeinflussungen. Ja. Das ist natürlich nicht so schön. Aber gut, das kriegen wir auch noch hin. So. Weiter geht's für uns jetzt erstmal mit 60 Stundenkilometer. So, und jetzt wieder hoch auf 100. Genau, ist jetzt auch die RCB aufgenommen worden. Und in rund 3 Kilometern geht es wieder runter auf 40 Stundenkilometer. Aber hier können wir jetzt schön das Gefälle für uns nutzen. Sieht man auch schön, wie jetzt der Zug richtig schön durch das Gefälle schneller an Geschwindigkeit aufnehmen kann. Unser Kollege. Und KS1 zeigt uns das KS-Signal. Dieses Signalbild sieht doch ein Lokführer am liebsten. LZB-Ende einmal bestätigen. Super ein.
Beeinflussung. Aber ist er noch in der LZB? Jetzt greift die EZB ins Geschehen ein und bremst uns auf die angekündigte Geschwindigkeit runter. Ja, und da hat die EZB nicht richtig gearbeitet und ich habe ein bisschen geschlafen, denn... Da hätte ich schon eingreifen können. So, jetzt ist nur die Frage gerade. Ah, okay, jetzt. Genau, jetzt sind wir nämlich aus der EZB eigentlich entlassen. Da hat die EZB auch sehr spät reagiert und somit... ...hat uns das Ganze ein bisschen in die Bredouille gebracht. Das nächste Vorsignal blinkt. Also auch hier müssen wir einmal wieder die Wachsamkeitstaste betätigen. Zugbeeinflussung. Und dürfen jetzt dann schon mal Richtung Randstadt einfahren. Zugbeeinflussung. So, wir reduzieren ein klein bisschen die Geschwindigkeit. Bleiben also 5 km/h unter der zulässigen Höchstgeschwindigkeit. Und erreichen Randstadt Güterbahnhof Gleis 108, wo wir unseren Zug abstellen dürfen. Und wir fahren natürlich vor bis zum HP0 zeigenden Signal.
Und unser Zug wird dann von einem Kollegen übernommen und fährt diesen dann weiter Richtung Süden. Hinten haben wir auch gerade die Schwerlastwagen gesehen, mit Coils beladen. Und wir müssen jetzt nochmal Acht geben auf unseren 500 Hertz Magneten. Und dann können wir hier kurz vor dem Signal stehen bleiben. Ich hoffe, euch hat die Fahrt gefallen und ich würde mich dann riesig freuen, wenn wir uns dann in einer der nächsten Folgen wiederhören würden. Bis dann, macht's gut, euer Matthias AW, Servus.